Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen hier bei dem Chaos zu einer neuen Folge von Mario Golf Super Rush. So heißt das gute Spiel. Wir haben angefangen, den Abenteuermodus zu wählen und sind, glaube ich, so ein bisschen im Tutorial der Schläge. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich es mir manchmal vorgestellt habe. So, ich habe mir eine Herausforderung für Annäherungsschläge ausgedacht, aber bisher hat sich noch keiner an sie herangewagt. Wie sieht's aus? Traust du dir meine Annäherungsherausforderung zu? So, gucken wir mal. Also Carry und Run, haben wir gelernt, ist schlagen, aufkommen und weiterrollen. So, also, denn jetzt geht's zur Sache. Du musst 9-mal schlagen und mindestens 80 Punkte erzielen. Los. Also wir lernen hier tatsächlich sehr, sehr viel über das Golfspielen. Ah, guck mal, jetzt haben wir... Aber wie kriege ich denn die Distanz raus? Ah, die Taste hat mir vorhin gefehlt. Also. So wird ein Schuh draus. Wenn wir fast keine Höhenunterschiede. Alles klar. Also wenn wir den jetzt nehmen würden, die Hälfte davon. Alles klar. Dann nehmen wir... Bis hierhin, oder? Ich probiere es jetzt mal. Ah! Nee, die Hälfte waren schon die 27, ne? Ja. Warte, ich probiere es nochmal mit dem. Ja. Okay, gut. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Lass uns mal hier gucken. Also 83, dann wäre... Also man könnte ja auch mit dem zum Beispiel... Ich habe noch keine Ahnung, was das alles für Schläger sind. Aber dann müssten wir irgendwo hier vorne... Oh, der hat Schmackes. Okay. Aber meinst du, wir kriegen es mit dem auch hin? So, und dann... Das rollt ja noch. Es rollt ja noch. Aber wir sollten 80 Punkte, ne? Das wird eine schwierige Herausforderung. So, was macht der? Boah, der ist gleich ganz extrem. Also es bleibt für mich... Bei der Annäherung bleibt das einfach der hier. Und das war auch schon wieder zu weit. Stopp. Okay, also wir haben verschiedene. So, halber Schwung. Halber Schwung war zu wenig. Standard. Komm, wir nehmen den Standardschlag. So. Also das ist auf jeden Fall der Schläger. Wahrscheinlich ist dieses Tutorial dazu gedacht, dass du halt wirklich einfach erstmal die ganzen Schläger kennenlernst. Was tut sie? Ja, huch. Okay. Wir schaffen es eh nicht, weil wir 80 Punkte erreichen müssen. Und das müsste unser letzter Schlag sein. Machen wir jetzt gar nicht so weit. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Aber es gab ein paar Münzen und ein paar Punkte. So, wir spielen das natürlich gleich nochmal. Also, und wenn ich... So, ich glaube, das hier... Dann rollt er zu weit. Er rollt zu weit. Ah, stopp.
Okay, da war der Abschlag jetzt anders. Also mit den Schlägen, da gibt es noch ein paar Sachen, die ich echt lernen muss. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie ich auf die Tasten drauf drücke. Weißt du? Und zwar, siehst du, die Höhe entscheidet sich dann. Bei der ist schwierig. Könnte. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffen werde, ne? Scheiße, der ist zu weit. Vielleicht. Nee. Aber das heißt, um das zu schaffen, musst du ja mindestens 8 irgendwie mit 10. Wow, der war geil. Warum gibt es da nicht extra Punkte? Schaffen wir nicht 5 daneben? Ah, das gibt's doch nicht. Nicht geschafft. Okay, aller guten Dinge sind 3. Wir spielen das doch mal. Wir werden es schaffen. Hat sich irgendwas verändert? Nö. Warte mal. Ja, ich glaube, warte mal, lass uns doch mal. Nee. Ah, verdammt! Verdammt! Doppelt verdammt! Mann! Und so verkackt man's dann. Scheiße. Mann! Ach, Scheiße. So viel dazu. Kann ich jetzt auch abbrechen? Ich muss es wahrscheinlich fortführen, ne? War jetzt mal ein bisschen weniger. Ich meine, im Endeffekt, wir können es eh nicht mehr schaffen. Also den perfekten Schlag. Naja, doch ein bisschen. Warte mal. Hier. Gibt's nicht, ne? Weiße, beim vierten Mal werden wir es schaffen. So, letzte Mal. Nicht geschafft. Ja, ja, alles klar. Aber es gibt Mützen und Punkte und das ist die Hauptsache. Also, aller guten Dinge sind hier. Ja. Ah! Mann! Gab jetzt nur die 2 Schlagarten. So, aber jetzt bitte mal Punkte hier. Was ist denn das? Ah! Der hat schon wieder keine Lust mehr. Fick die Hände, Mann, das gibt's doch nicht. So, wie wäre das jetzt nicht nochmal spielt? Ich weiß, wie es funktioniert. Ja, vielleicht war es auch zu weit. Das kann auch sein.
Okay, pass auf. Ich probiere jetzt wirklich mal auf die 27 Meter. Das wohnt mich ja, ne? Aber läuft das im richtigen Golf genauso, dass man es immer wieder probiert? Also, dass man... Also... Uff. Weil das Schwierige ist, du siehst ja, wenn du geschlagen hast, nicht sofort, wo er landet. Du musst ja immer erst hindödeln. Ja, okay, komm, wir probieren es jetzt noch einmal. Ich will das jetzt schaffen. Ich will es jetzt schaffen. So, nicht geschafft. Nicht geschafft. Es ist so frustrierend. So, alle Gründe sind... Also... Warum rollt der Erste einfach so übelst weit? Das gibt's doch nicht. Schiebung. Viel zu weit, viel zu weit, viel zu weit. Nein, 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 nein. Stopp! Warum? Das Spiel mobbt mich doch. Das gibt's doch nicht. Mach das doch volle Kanne mit Absicht. Das können wir doch schon wieder nicht mehr schaffen. Warum? Warum? Tagebuch hat versucht einzulochen. Hat nicht geklappt. Weil siehst ja, wir können es schon wieder nicht schaffen, ne? Probier es mal. Ja, mit diesem Spin bin ich mir aber noch nicht sicher, ob der was bringt oder nicht bringt. Okay, aller guten Dinge sind nicht geschafft. Sechs. Alle guten Dinge sind sechs vielleicht. So kommen wir auch ans Level. Also pass auf. Nein, ich verändere jetzt nicht die Kraft, weil sonst habe ich das Problem, dass ich wieder nicht richtig abschätzen kann. So, Kontrolle. Kontrolle ist über gut. Alle guten Dinge sind sechs. Stopp, 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 stopp. Ah, was macht sie? Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Bitte, 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 bitte. Gut, am besten ist drin landen. Da kann nichts schief gehen. Weil man sieht ja halt doch schon so ein bisschen Wind, ne? Das ist letztendlich natürlich auch entscheidend, ob es klappt oder nicht. Ich weiß halt nur nicht, was die Linien mir manchmal sagen sollen. Wollen. Ich versuche mir gerade ein bisschen mehr Zeit zu lassen, merkst du, ne? Konzentration, Yin und Yang. Ich glaube, ich...
wenn ich das jetzt wieder vergeige. Ja! Geschafft. Daran habe ich ja nicht mehr geglaubt. Daran habe ich einfach nicht mehr geglaubt. So, was machen wir jetzt? Was machen wir? Kontrolle. Kontrolle über dein Leben und überhaupt. Sehr gut. Wow, blitzsauber geschwungen und das nicht nur einmal. Ich bin fast beeindruckt. Also, wenn du Lust auf einen Nachschlag hast, ich bin hier. Nee, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. So, wer denn jetzt du? Grüß dich, Rookie. Na, Lust auf einen kleinen Grundkurs im Putten? Okay, dann stell dir erstmal was vor. Und zwar einen Ball, der auf komplett ebenem Untergrund liegt. Dann musst du nämlich in einer geraden Linie schlagen. Das macht es für den Anfang etwas leichter. So, beim Putten ist mehr Präzision gefragt als bei anderen Schlägen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Ist es nicht direkt Kurzform? Ich wollte gerade sagen. Beim Putten konzentrierst du dich auf Richtung und Kraft. Ziele genau und bestimme, wie fest du schlägst. So, wechselst du zwischen kurzen, mittleren, langen Putts. Wähle je nach Situation die passende Einstellung. Im Raster auf dem Boden. Ah, steht blaue Farbgebung dafür, dass ein Bereich höher liegt und rote Farbe für niedriger gelegene Bereiche. Okay. Auf dem Raster sind Lichtpunkte zu erkennen, die sich bergab bewegen. Je steiler eine Neigung, desto mehr Lichtpunkte sind es. Also das zeigt mir Neigung an. Bei ganz kurzen Putz ist nur noch ein Tap in erforderlich. Dann reicht es einfach nur zu drücken, um den Ball einzulochen. So, 5 Meter vom Ball entfernt. So, 10 Punkte. Oh Gott. Aber vielleicht liegt mir das Putten ja ein bisschen besser. Was heißt jetzt das Blaue? Kurzer Putt 10 Meter, mittlerer 30, langer Putt. Okay, also wir brauchen die Hälfte. Vielleicht liegt mir das Putten mehr. Weil es müsste ja höher sein, ne? Ah, zu weit. Zu weit, zu weit, zu weit. Aber es müsste trotzdem, weil wir frontal aufs Stängli draufhalten. Hui, reife Leistung. War das zu einfach für dich? Dann lasse ich mir vielleicht was Schwierigeres einfallen. So, okay, jetzt haben wir das Problem. Es steht, glaube ich, auf einem Berg, wenn ich das so richtig sehe. Gut, wieder ein Putt über 5 Meter. Aber diesmal musst du zudem einen Höhenunterschied von 20 cm überwinden. Aber diesen Höhenunterschied sehe ich nicht, ne? Nicht zumindest jetzt so. So, dass er maximal 1 Meter vom Loch entfernt liegen bleibt. Bergauf. Okay, bergauf heißt, wir müssen ein bisschen drüber putten, sonst kommen wir nicht drüber. Weil brauchst du ein bisschen mehr Kraft. Okay. Das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Sehr hübsch. Aber übe. Ach so, nee, sehr hübsch. Übe das bei jeder Gelegenheit, bis es richtig sitzt. Ja, okay, dann zur nächsten Übung. Jetzt hätte ich hier einen geraden Putt über 5 Meter für dich, aber diesmal bergab. Der Höhenunterschied beträgt 20 cm. Ja, bergab brauchen wir auf jeden Fall weniger, weil es rollt ja von alleine. Oh, zu wenig. Aber bergab wohin? Vielleicht so? Ja, okay. Geschafft. Hey.
Yay, ein Level Up. Okay, was? Ja, komm, Schlagweite. Das war einfach. Also putten können wir. Du hast bestanden. Über das Gelernte am besten immer wieder. Das kann nie schaden. Weitere Lektionen habe ich nicht für dich. Aber wenn du nochmal eine Lektion wiederholen müsstest, melde dich bei mir. Und zum nächsten. Hey Champ, na, viel zu tun. Ich bräuchte mal jemanden, der meine Putt-Herausforderung testet. Also wie wär's? Ja, nehmen wir an. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir es wahrscheinlich selber einschätzen, wie das Terrain gegeben ist. Schlagen muss 80 Punkte oder mehr erzielen. Los geht's. Okay, also jetzt haben wir wieder das Problem. Wir haben keinen Höhenunterschied. Aber da hinten fängt er an. Also, das heißt, wir machen hier auf 5 Meter. Nein, nein! Ah ja, 5 ist natürlich zu wenig. Es muss irgendwie hier... immer noch zu wenig. Ja, verdammt. Dann mach was hier. Hätten wir gleich anders anfangen müssen. Können wir wahrscheinlich schon wieder nicht schaffen. So, das ist jetzt bergauf. Könnte zu wenig sein. Könnte... gerade so. Alter, den einen hättest du mir jetzt auch noch geben können. Soll ja auch nicht drüber landen. So, das sieht gut aus, aber wir werden es trotzdem nicht schaffen. So, das war jetzt bergrunter. Ich werde mal auf kurz nach 5 gehen. Weil das Loch liegt ja jetzt in der Herausforderung ein wenig weiter hinten. So, schaffen wir aber trotzdem nicht. Aber dafür dann beim nächsten Mal. Da bin ich sehr überzeugt. Das läuft tatsächlich besser. Ja, ja. Jetzt sagt ihr, wir haben es geschafft. Aber es gibt Münzen und Punkte und aller guten Dinge sind 2. Okay, alles klar. Also, das ist jetzt völlig gerade. Und da haben wir gesagt, müssen wir irgendwo hier so in dem Bereich sein. Yes, läuft. Sind zu viel Schmackes. Insofern gut, dass wir wirklich frontal drauf brezeln. Also wie gesagt, das ist alles immer noch so ein bisschen Tutorial. Okay, jetzt haben wir bergauf. Geil! Also bei mir kannst du Mario Minigolf kannst du für mich erfinden. Das kriege ich hin. Nochmal bergauf. Also immer 3, 3, 3. 3 normal, 3 bergauf, 3 bergab. Jetzt kommt bergab. Und, oh, wo war ich denn da stehen geblieben? Irgendwo hier? Ja, das sieht auch gut aus. Wow, könnte das ein perfektes Spiel werden? Level up! Ja, jetzt die Kontrolle vielleicht nochmal aufleveln. Pah, war doch alles nur Glück. Nächstes Mal zeige ich dir, wie perfekt das Putten aussieht. Also lass dich wieder blicken. Nix. So, wer will jetzt was von mir? Geht's jetzt endlich los? Ich weiß noch nicht. Übungsgelände. Rookie-Kurs. Ja, wir haben's endlich. Endlich. Dürfen wir auf den Kurs, glaube ich. Da, es geht los.
Hallo. Ja. Wer die Einsteigerlektion abgeschlossen hat, kann hier eine Art Rookie-Abschlussprüfung ablegen. Das wäre ein letzter Test vor einer richtigen Runde Golf. Möchtest du dich an diese Übung oder Prüfung wagen? Jawohl. Möchtest du erfahren, wie sich diverse Faktoren auf die Präzision deiner Schläge auswirken? Ja. Neben Lage des Balls und Auswahl des Schlägers ist die Schlagkraft ein entscheidender Faktor für die Präzision eines Schlags. Ja, es geht halt um Wahl des Schlägers, da sagt er schon was, ne? Also wir haben jetzt, fassen wir doch mal zusammen, ich glaube drei prinzipielle Schlägerarten kennengelernt. Den Driver für normal, den Putter und... Ich hab's schon wieder vergessen. So, okay, also Präzision... Die durch farbige Dreiecke gekennzeichnete Verbreiterung der Schlagleiste ganz oben warnt vor unkontrollierten Schlägen. Okay. Schlägst du erst in diesem Teil der Leiste, verlässt der Ball die ideale Flugbahn und der Zufall entscheidet, wo er landen wird. Ah, das war immer das, was ich gemacht habe, oder? Wenn du schlägst, bevor der verbreiterte Teil der Leiste erreicht wird, werden Distanz und Richtung mehr dem von dir gewünschten Ergebnis entsprechen. Was auf der Leiste unter der Verbreiterung liegt, heißt deshalb sicherer Bereich. Den Bereich ganz oben nennt man hingegen Risikobereich, da man dort Gefahr läuft, den Ball nicht so zu platzieren wie gewünscht. Ah, okay. Also, wenn die Präzision wichtig ist, lieber mit weniger Kraft und in den sicheren Bereich. Okay. Wenn sich ein Ball in einer schwierigen Lage befindet, ist der sichere Bereich der Schlagleiste kürzer als sonst. Logisch, oder? Ah, ich sehe. Also, wenn im Bunker... Ah, ja, ja, okay. Ja. Ja, gut. Sogar der gewählte Schläger kann bereits das Risiko eines unkontrollierten Schlags steigern. Sehe ich jetzt nicht. Haben wir vielleicht noch mehr Beispiele? Weiß ich nicht. Je höher die Reichweite eines Schlägers, desto kleiner ist nämlich der sichere Bereich auf der Schlagseite. Leiste. Okay, also... Spiele auf Rookie-Kurs drei Löcher mit höchstens fünf Löcher, irgendwas, ja. Yeah, was will sie sagen? Wir gehen diese Aufgabe ohne Zeitlimit an. Du musst also nicht über den Platz wetzen, konzentriere dich voll auf saubere Schläge. Alles klar, gibt später auch noch eine Zeitbegrenzung. Okay, aber ich glaube, wir haben schon etwas gelernt. Ob das der Fall ist, werden wir jetzt gleich sehen. Jetzt haben wir auch Wind. Höhenunterschied bergab 6,6 Meter. Also, ich bin gespannt, ob wir jetzt anders rangehen. Und? Also, der Wind kommt von da so schräg hinten. So, da würden wir am Sand landen. Wir können aber auch probieren, einfach jetzt mal die Richtung. Wobei, dann würde ich eher so anvisieren, weil wir haben ja noch ein bisschen Wind. Okay, pass auf. Dann lass uns wirklich auf 152 Meter... So, also das ist mein sicherer Bereich und an dem bläulichen sehe ich ja auch so ein bisschen, wie weit er dann rollt. Ich glaube, das Training hat tatsächlich ein bisschen was gebracht. Gut, also er schlägt mir automatisch jetzt schon noch ein paar, Schläger vor. Vielleicht ist das später ja nicht mehr der Fall. Okay, ich würde hier versuchen zu landen. Da siehst du, grätscht nämlich der Wind jetzt rein. Nein, nicht in den Bunker. Okay, wir spielen auf jeden Fall gegen den Wind. Und wir haben... Also gegen den Wind. Dann würde ich eigentlich... das so machen. Ah, zu weit. Und jetzt kommen wir doch aber... in den Putter. Fast kein Höhenunterschied. Fast. Definiere fast. Oh, da lief es doch gerade so gut mit dem Putter. Das gibt's doch nicht. Fuck. Fuck. Einfach fuck. Fuck. Einfach fuck. 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 Hier ist es nicht drei... mit plus 5 oder besser. Aber vielleicht kriegen wir es ja noch hin.
Also, Wind ist von hinten. Ich würde tatsächlich einfach den mal probieren jetzt. Und einen Spin nach vorne geben. Weil ich da so gewissen Punkt im Kopf habe, wo ich landen möchte, was ungefähr ja hier so aussieht. So, jetzt ist die Question. Wow, da würden wir tatsächlich bis hinkommen, ne? Der Wind kommt irgendwo von da. Schöner Schlag. Ich hab Angst. Es ist zu weit. Es ist scheiße. Guck mal, ja, hier, siehst du das mit dem sicheren Bereich? Pass auf, ich will hier hin. Das könnte was werden. Ah, Wind. Einfach Wind. Okay. Aber wir werden trotzdem nicht schaffen, ne? Weil wir sind beim letzten Loch. Wind kommt ja so schräg von oben. Und? Tja, wird sie die Abschlussprüfung schaffen. Aber warum kann ich jetzt nicht den hier benutzen? Bergab. Bergab für mich. Wenn ich einfach dann hier jetzt versuche zu landen. Oh, der rollt noch weiter. Der rollt noch drüber. Na, vielleicht. Stopp. Nicht wieder im Gras. Ah. Okay, also wir haben auf jeden Fall Wind, den wir ein bisschen ausgleichen müssen. Stopp. Von einem Gras zum nächsten. Cringe. Okay, bergauf. Und wir haben Wind. Aber es könnte... Ah! Oh, was ist das? Aber nur plus 2, ne? Uns fehlen noch Punkte. Also ich würde sagen, Abschlussprüfung nicht bestanden. Geschafft. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber gut, ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Level up. Was nehmen wir denn? Was brauche ich denn? Ich brauche... Ah, ist schon Maximum. Ja, dann nehmen wir das. Und das. Und das. Und überhaupt. Yeah. Mit Sternchen bestanden. Naja, also... Ne. Gut, die Grundlagen wären damit klar. Dann mal weiter zur nächsten Lektion. Und zwar genau jetzt. Schließe jetzt in 3 Löcher in einer begrenzten Zeit ab und dein Score zählt auch. Ein Loch ist Paar 3, eines Paar 4 und das letzte Paar 5. Du musst jeweils Paar plus 3 oder niedriger zielen. Wir spielen Speedgolf. Also musst du den Ball nach jedem Schlag schön hinterherlaufen. Alles klaro? Bereit für die Action? Also er macht das Zeitmessen. So, alles klar, um zu springen. Wir haben das nicht aufgelevelt, ne? Mit dem Sprinten. Okay, alles klar. Ja gut, ich lese es mir jetzt tatsächlich gar nicht so genau durch. Wir probieren es einfach mal so zu schaffen. Ich werde es gleich bereuen. Pass auf. Speedgolf. Aber ich möchte auch unbedingt einfach mal... Also wir werden jetzt gleich mal gucken, wie das mit dem Speichern läuft. Das weiß ich nämlich noch nicht hier in diesem Abenteuer. Ich würde auch voll gerne einfach mal eine Runde mit allen anderen spielen. Weißt du, wie ich meine? Aber läuft die Zeit? Ja, die Zeit läuft.
So, komm, in den unsicheren Bereich. Achso, und ich muss jetzt laufen, da. Was hat er gesagt? Ja gut, also weißt du, wir müssen diese dämliche Leiste... aufbessern. Scheiß Berg. So, okay, gut. Fast kein Höhenunterschied. Ungefähr die Hälfte wäre doch gut, ne? Lauf, 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 lauf. Ich würde es tatsächlich mal hier probieren. Schönes Paar. Siehst du, wenn ich hinterher rennen muss, funktioniert's. So, Wind. 4 Meter pro Sekunde, ein bisschen hinter uns. Und? Also... ich habe ja Angst, dass wir in diesem Sandgedöns landen, ne? Und jetzt lauf! Und jetzt kann ich nicht mehr. Außer Puste ist sie. Könnte ich sein. Okay, ich würde einfach auch jetzt aufs Maximum gehen. Auch wenn das wieder ein unsicherer Bereich ist, ein bisschen Spin versuchen reinzulegen. Und rennen! Rennen, 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 rennen! Rennen! Guck mal, wie sie aus der Puste ist. Ach, gibt's doch nicht. Oh, also sieht ein bisschen aus nach Berg nach oben, ne? Fast kein Höhenunterschied. Ja, jein. Also. Der Wind kommt uns entgegen. Pass auf, dann lass das so machen. Okay. So. Bergauf. Dann hier. Immer noch bergauf. Und Wind von da. Ich würde es aber trotzdem nur knapp drüber machen. Wegen dem Wind. Ah, Mann, das ist doch fast dran. Double Bogey. Oh Gott, Double Bogey ist so richtig schlecht, ne? Okay, Loch 18. Wind 3 Meter pro Sekunde und so ein bisschen entgegenkommend. Da ist das Ziel. Und? Und? Ich sehe überhaupt nichts. Wo ist es? Ich würde eher... naja, aber so mitten auf das Sandgedöns drauf ist auch scheiße. Was ist denn, wenn wir es... hier ist vielleicht nicht der kürzeste Weg, aber... ich weiß, wir müssen das jetzt auch alles laufen. Ich habe einen Plan. Und jetzt auch noch den Berg rauf. Ah, es könnte von der Zeit ein bisschen knapp werden. Ich weiß nicht, ob die Idee so klug war. Pass auf. Wo will ich denn hin? Doch, lass uns das wirklich so machen. Oh, oh. Wow, ich glaube, der ist richtig scheiße geflogen. Ja, geht. Er ist zumindest nicht im Bunker. Okay, wo will ich jetzt hin? Ich will... ja, eigentlich wirklich tatsächlich hier in dem Bereich.
Problem ist, wir haben Wind. Das heißt, ich würde es so noch ein bisschen rüberziehen. Und ich gebe nochmal einen Topspin oben drauf. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Jetzt wird es zeittechnisch knapp, ne? Komm, renn, Mädchen. Auch wieder ein bisschen Wind. Okay, wir müssen jetzt mit Schmackes alles geben. Dass das einigermaßen funktioniert. Oh, es ist noch 5 Minuten. Er war jetzt schon unten. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Hätte man wahrscheinlich auch eleganter lösen können. Boah, stehen wir vor dem Bunker. Ist ja nicht so gut. Uff. Eingegrenzt von Bunkern. Hälfte, ne? Ich hab Angst. Ich will nur nicht in irgendeinem Bunker landen. Schiff eingeloggt. Ach so? Und ich renne doch hinterher. Ah. Warum heißt der Ball eigentlich Chip? Geschafft. Okay, ja, weiß ja, was ich jetzt aufleveln werde, ne? Die Ausdauer. Ja, so, brauche ich nicht. Ich muss nicht laufen. Doch, musst du. Mit Bravour abgeschlossen. Klasse gemacht, Kleine. Super, du hast das Zeitlimit eingehalten und einen guten Score abgeräumt. Damit darfst du in der Qualifikation antreten. Geh einfach zur Schranke hinter dem Clubhaus, wenn du soweit bist. Pass auf, ich werde jetzt... Ach so, du hast dir zwar die Platzreife verdient, aber denk immer schön dran, was du hier so alles gelernt hast. Arbeite also weiter an deiner Technik, ja? Man lernt nie aus. Jawohl, alles klar. Ich werde jetzt nun tatsächlich erstmal wirklich... nach Hause gehen. In der Hoffnung, dass da dann gespeichert wird. Also ich weiß halt noch nicht, wie das hier mit dem Speichern läuft, ne? Ich möchte irgendwie speichern. Wo war denn mein Bett? Weiß jemand, wo mein Bett stand? Hier war es nicht. Wo stand mein Bett? War das hier drin? Nee, da glaube ich auch nicht. Da steht ein komischer Typ davor. Wo war mein Bett? Wo wohnt Toilette? Hier vielleicht? Warum kann ich hier nicht hoch? Was ist das? Wo wohnt Toilette? Da auch nicht. Hä? Vielleicht in dem Haus in der Mitte? Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Gab es hier nicht irgendwo eine Karte? Warte. So, Clubhaus. Nee, ich suche das Wohnheim. Aber... Doch zurück. Aber auf der rechten Seite. Also das da. Das hier müsste es sein. Ha! Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir hier dann speichern können. Weil ich würde jetzt tatsächlich gerne nochmal ausprobieren wollen, ein Spiel mit mehreren Computerspielern. Kann ich jetzt ins Bett? Nee, aber wie speichere ich denn? Ist das automatisch gespeichert? Hauptmenü. Hoffen wir mal, dass gespeichert ist.